Hallo, Peter Pröpper, du bist ein Mitinitiator des Makerspaces in Bonn. Wir kennen uns, weil ich da selber auch mal mitgewirkt habe oder du mich angeleitet hast bei diesem Arduino. Und da wollte ich wissen, wie man Pflanzen bewässert mit diesem Mikroprozessor. Dazu kommen wir gleich noch, was das überhaupt ist, ein Arduino. Aber erklär uns bitte von Anfang an, was ist der Makerspace und was kann man da alles machen? Der Makerspace ist, wie viele andere Makerspaces auch, an anderen Städten, wir haben es eben für Bonn gegründet, ein Ort, eine offene Werkstatt, wo man Leute treffen kann, die einem helfen, wie man etwas bauen kann, wie beispielsweise deine Gießmaschine, die zeigen, wie man programmiert, wo man auch Maschinen findet, mit denen man arbeiten kann. Also bei uns gibt es auch mal den Lötkolben, wenn man den braucht, oder eben ein Gerät, mit dem man Platinen herstellen kann, oder einen 3D-Drucker, um zum Beispiel ein Gehäuse dafür zu drucken. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, das quasi als Bildungsprojekt auch zu machen. Wir sind ein eingetragener Verein, gemeinnützig, und ja, leben dann von Spenden, Mitgliedsbeiträgen, und davon beschaffen wir eben das Material. Und es richtet sich ja an alle Bonner, ne? An alle Altersstufen. Genau. Und wir haben jetzt gerade natürlich in Zeiten von Corona auch geschlossen, einfach um die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Ja. Und haben aber überlegt, können wir eigentlich irgendwas tun, um zu helfen? Und man musste ja befürchten, dass das Gesundheitssystem überlastet ist, dass es auch zu wenig Material, zu wenig Schutzequipment gibt, Ja. angefangen bei den einfachen Atemmasken, auch über sogenannte Face Shields. Also das sieht man jetzt auch mehr und mehr im öffentlichen Raum, auch in Geschäften, dass Menschen diese Plastikvisiere tragen. Und dann haben wir angefangen, weil es die nicht nirgends zu bestellen gab, weder die Masken noch diese Face Shields, die eben selber zu produzieren. Und haben da auch ein paar tausend von beidem, also sowohl den Mund-Nasen-Masken als auch diesen Face Shields hergestellt. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, der Bedarf ist so groß, oder das haben wir relativ schnell gemerkt, dass da ergibt es Sinn, der Industrie zu helfen und denen zu sagen, was sie eigentlich tun sollen. Und ich habe mit Bosch eine relativ große Firma gefunden, die eben auf Spritzguss gewechselt ist. Wir haben bis zu dem Zeitpunkt in 3D gedruckt, einige tausend Stück. Dann aber in Spritzguss kann ich ein paar tausend Stück an einem Tag herstellen. Und so sind wir dann eben auf die Industrie gekommen. Und dann habt ihr auch noch so einen Griff, wo man die Türklinke Genau. aufmachen kann, ne? Ja, wir haben anfangs viel überlegt, was kann helfen. Eine Idee war, muss man denn Türklinken anfassen, oder kann man jemandem quasi einen Griff geben, mit dem man, ohne sich selber die Hand zu infizieren, eine Türklinke berühren und bedienen kann? Das war ein, ja, ich würde sagen, gar nicht so wichtiger Artikel, aber nichtsdestotrotz, wir haben es einfach mal ausprobiert. Das war ein Produkt, was wir schnell erstellen konnten. Wir haben auch für diese Masken, die mit Gummibändern sind, da haben ja manche Leute dann diese Stehohren und finden das unangenehm, dass das Gummi die ganze Zeit da reibt, gerade wenn man den ganzen Tag das tragen muss und nicht nur mal in ein Geschäft geht. Und dafür gibt es dann zum Beispiel Earsaver. Das heißt, so nennt sich das. Das ist einfach ein kleiner Kunststoffteil, Haken, den man hinterm Kopf trägt, wo man dann die Gummis einhängt. Wir haben aber auch kompliziertere Sachen konstruiert oder zumindest mit angefangen. Beatmungsmaschinen hieß es ja anfangs, wären Mangelware. In Deutschland Gott sei Dank nicht. Also die Firma Dräger hat hier genug produziert und wir haben rechtzeitig die Bremse getreten, dass eben das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Aber wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, wie kann man sowas bauen. Haben da andere Teams mitgeholfen, Ventile und ja, Adapter und sogar eine Turbine zu drucken. Und haben dann aber festgestellt, Gott sei Dank brauchen wir das in der jetzigen Phase nicht. Aber immerhin, wir haben angefangen, wir Aber wären im bereit. Makerspace, habt ihr das gemacht? Nee, Angefangen oder? wir haben die Produktion dezentralisiert. Wir haben Alles also. bei Bosch. Ach so, ich dachte irgendwas Nee, auch nee, bei nee, nee, nee. Wir haben Makerspace. wir haben 30 3D-Drucker derzeit. Und da wir nicht im Makerspace produzieren wollten, haben wir die auf die Mitglieder verteilt. Das heißt, jeder hat zwei, drei mitgenommen und hat dann zu Hause gedruckt. Und für diese Beatmungsgeräte war das ja auch nicht erforderlich, in größere Stückzahlen zu gehen. Aber wir haben zumindest das, was in Italien geholfen hat, Menschenleben zu retten, hier reproduziert, um, wenn es denn notwendig gewesen wäre, auch damit hier in Deutschland helfen zu können.
Naja, aber wenn ich jetzt, wenn der Makerspace wieder auf hat und ich diese Türklinke machen würde wollen, dann könnte ich das machen mit dem 3D-Drucker. Dann drucken wir die in 3D, dann ist sie nach einer Stunde oder zwei fertig. Also alles, was nicht jetzt direkt da ist, können wir mal eben schnell produzieren. Das ist ja das Charmante am 3D-Druck, dass man was konstruiert und das dann direkt ausdrucken kann. Manchmal dauert das dann zwar ein paar Stunden, aber im Großen und Ganzen ist das eine tolle Technik, um kleine Serien zu machen. Und das war ja das, genau, ihr gebt dazu die Anleitung. Genau, das war das, was wir ja auch ursprünglich mit den 3D-Druckern machen, ist zum Beispiel kleine Roboter für Schulen drucken, sodass dann wesentlich günstiger als Lego Mindstorms man eben lernen kann, wie man eben mit einem Arduino, das ist so ein kleiner Computer, den man da verwendet, Motoren steuert, in deinem Fall für eine Bewässerungsmaschine, bei uns ansonsten häufig für die Kinder, für einen kleinen Roboter, der eben durch die Gegend erkundet, Grenzen, also Wände und Linien zum Beispiel erkennen kann. Und so, da hat man sehr direkten Bezug zum Programmieren, weil einfach mal, es bewegt sich was. Das ist nicht abstrakt, sondern, und außerdem kann man auch sehen, dass man selber was designen kann, also Lego kann man selber machen. Man muss also nicht Teile in der Fabrik holen, sondern man kann die komplett selber machen. Ja. Darf man sogar mittlerweile. Das Patent von Lego ist gefallen. Also wenn man im Makerspace mitmachen will, dann kriegt man von euch, von ganz vielen Coaches sozusagen Anleitungen, damit man da mitmachen kann. Und wo kann man jetzt diese Visiere und diese Masken bestellen? Also wenn man noch welche braucht, wir haben jetzt momentan ein paar hundert noch auf Lager. Also wer da noch braucht, kann sich an uns wenden. Die geben wir zum Selbstkostenpreis ab. Das sind in der professionellen Produktion mit den relativ teuren Shield, also den hochwertigen Visieren, die wir haben, kommen wir da auf 5 €. Das ist aber weit günstiger, als was so etwas normalerweise im Medizinbereich kostet. Wir wissen jetzt nicht, ob momentan noch so viel benötigt ist. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt nicht weiter auf Halde produzieren sozusagen. Aber wenn man einen großen Auftrag hat, wir können jederzeit den Spritzguss anlaufen lassen. Und wir haben jetzt gerade eine Lieferung mit 33.000 Stück. Also das, wir können auch groß. Also, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, Sie haben es gerade gesehen und gehört. Es geht ums Basteln, ums Löten, ums 3D-Drucken, ums Programmieren. Es können alle zum Makerspace kommen, wenn die wieder aufhaben. Es kommen Studierende, es kommen Designer, es kommen Rentner. Ich selber war auch schon dabei, wie Sie gerade gehört haben. Also es ist ein spannender Ort und auch ganz aktuell mit Corona aktiv dabei. Danke, Peter Prüpper.